Zellen, die in allen Farben des Regenbogens leuchten. Jede dieser Farben markiert einen anderen Zellklon. Das RGB-Marking bringt Farben ins Labor, eine überraschende Entdeckung. Man saß am Mikroskop und dachte sich, ach was, das ist ja beeindruckend, jetzt kann ich ja meine Klone tatsächlich sehen. Die Bilder haben uns dann auch von Anfang an unglaublich fasziniert und da haben wir auch gedacht, Mensch, das ist eine Sache, die hat Nutzen, die kann und die sieht nicht nur gut aus. Die Markierung von Zellen mit Fluoreszenzproteinen macht es möglich, lebende Zellen genau zu beobachten. Die Methode hat die biomedizinische Forschung revolutioniert. 2008 gab es dafür den Chemie-Nobelpreis. Für die Grundlagenforschung ist das extrem wichtig. Es werden eigentlich in allen Laboren weltweit Fluoreszenzproteine verwendet. Diese Proteine haben einen unglaublichen Verbreitungsgrad erreicht. Eigentlich überall werden Zellen angefärbt und markiert, einfach um sie eben wiederfinden zu können. Doch bisher ließen sich auf diese Weise nur einzelne Farben verwenden. Ein wichtiges Verfahren mit begrenzten Möglichkeiten. Christopher Weber und Boris Fese experimentierten mit den Grundfarben Rot, Grün und Blau. Sie schleusten die Gene von bis zu 3 dieser Fluoreszenzproteine in einzelne Zellen ein. Aber noch konnten die Forscher das Ergebnis nur messen und nicht sehen. Und dann irgendwann hatten wir für das Mikroskop auch den fehlenden Filter für das blaue Fluoreszenzprotein, sodass dann erstmals überhaupt sichtbar war, wie das denn aussieht, wenn man die 3 Grundfarben gleichzeitig hat. Und auf einmal hatte man die volle Breite der verschiedenen Farben eben am Mikroskop gesehen. Und das war schon beeindruckend. Alle Nuancen des RGB-Farbraums sind nun möglich durch Mischen von Rot, Grün und Blau. Das Fluoreszieren ist stabil über die Lebenszeit der Zellen. Deshalb ist das Verfahren für viele wissenschaftliche Fragestellungen einsetzbar. Da kam uns die Einbindung in SFB zugute, weil wir dann plötzlich Systeme fanden, wo das unglaublich spannend ist zu schauen, nämlich zum Beispiel die Leberregeneration, die halt schon funktioniert hat vorher, aber wo man nicht wusste, sind das jetzt viele Zellen, die da anwachsen, ist das eine Zelle, die an vielen Stellen anwächst oder sich dann teilt und ihre Tochterzellen woanders hinschickt. Und plötzlich hatten wir eine spannende Fragestellung, die genau zu dem System passte. Fluoreszenzmarkierung mit dem RGB-Marking. Eine neue Methode eröffnet attraktive Dimensionen in der biomedizinischen Forschung.